Hallihallo und Hallöchen, Leute. Willkommen zu einem neuen kleinen Vlog auf meinem hübschen kleinen Kanal. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass ich für den November und Dezember keinen Vlog gemacht habe. Das hat den Grund, dass ich für die Zwischenprüfung sehr viel zu tun hatte, die ich jetzt hatte, Anfang Februar. Und ich hatte einfach keine Zeit, Vlogs zu machen. Ich habe ja noch das eine Hörspiel gemacht mit Tails und ein paar anderen Leuten zusammen, wozu ich gleich komme. Und weil jetzt im November und Dezember nicht so viel los war und ich jetzt keinen Bock habe, jetzt drei Videos zu machen, weil Januar-Vlog soll noch kommen, dachte ich verknüpfe jetzt den November und Dezember und erzähle und fasse zusammen, was so war. Also, ich wünsche euch viel Spaß, zockt nebenbei ein bisschen oder macht Hausarbeiten. Und ja, der November sah wie folgt aus, dass ich schon meine Aufgaben für die Zwischenprüfung bekommen hatte. Hier Plakat, Naturstudium, Comic und Illustrator. Das erzähle ich aber halt alles ein bisschen später im nächsten Vlog. Und ich hatte noch ein paar andere Aufgaben gehabt, das habe ich mir notiert. Und zwar hatte ich digitale Malerei, hatte ich zwei Aufgaben, die sich auch bis in den Dezember rein gingen. Und zwar hatten wir in digitaler Malerei hatten wir das Thema, dass wir ein Gemälde von irgendeinem Künstler abmalen sollten. Also nicht digital zeichnen, was ich sonst mal mache, mit Lineart ganz viel, sondern wirklich digital gemalt. Sowas, was der Maler in Gelb zum Beispiel macht. Dass es halt wirklich gemalt ist, dass du wirklich nur, ich sag jetzt mal, mit Flächen arbeitest und nicht unbedingt mit Lineart, was ich zum Beispiel ganz viel mache. Und da hatte ich mir, Moment, das habe ich mir notiert, das ist ein französischer Maler, von dem ich ein Bild abgemalt habe. Fyodor Jericho, wird irgendwie Jericholt geschrieben oder Gericholt, aber irgendwie Jericordo, Jericholt, Fyodor Jericholt wird er wohl ausgesprochen. Ich hoffe, es ist richtig. Ich habe es vorher nochmal nachgegoogelt, wie man den Dude ausspricht. Das war ein französischer Maler, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. Und der hat sehr düstere, makabere Bilder gemalt. Also wie gesagt, das Thema war halt, dass wir ein Gemälde digital abmalen sollten. Weil ich aber mich nicht so sehr mit vielen Malern beschäftige und ich irgendwas nehmen wollte, worauf ich selbst Bock habe und was ich irgendwie umsetzen kann, habe ich während der Recherche für das Gemälde einfach Horrorgemälde gegoogelt. Und dabei habe ich dann das Gemälde Köpfe von Hingerichteten von Fyodor Jericholt gefunden. Ich habe es gesehen, ich fand das irgendwie mega cool, dieses Makabere, diese toten Köpfe, wie sie einfach irgendwo da auf der Decke lagen. Und ich mochte die Farben, ich mochte die Art, wie es gemalt war. Also habe ich gedacht, okay, das Ding malst du ab. Ich habe es nicht richtig abgemalt in dem Sinne, wie wir es eigentlich hätten machen müssen. Ich habe die groben Konturen des Gemäldes, weil ich halt schnell fertig werden wollte. Ich habe halt die groben Konturen abgepaust mit Clip Studio so ein bisschen. Clip, ich liebe diese Funktion bei Clip, dass du einfach da Bilder einfügen kannst und nicht extra platzieren musst wie in anderen Programmen. Du kannst einfach ein Bild importieren, schön, dass du es drin, das ist super. Und habe dann die groben Konturen des Bildes abgemalt, abgezeichnet, abgepaust und habe dann mit dem Pipettentool, als ich anfing zu malen, immer wieder mir die Farbe rausgenommen. Bei der Unteransicht auch eine tolle Funktion bei Clip. Die Unteransicht ist eine großartige Funktion, wenn ihr nebenbei was zeichnen wollt oder was studieren wollt. Habt ihr immer so ein kleines Fenster in der Ecke, was ihr euch positionieren könnt, wie ihr wollt. Und da könnt ihr euch ein Bild einsetzen und dann habt ihr immer eine Vorlage zum Arbeiten. Müsst nicht immer irgendwie Google aufrufen, so ein Scheiß oder aufs Handy gucken. Mega praktisch. Alleine dafür liebe ich Clip Studio. Aber weiter zum Thema. Ich habe dann halt immer wieder mir die Farbe rausgenommen vom Originalbild und habe dann halt erst mit dem normalen Pen die Farbe raufgeklatscht, mit verschiedenen Pinseln zum Beispiel. Gibt es bei Clip Studio ja auch so Ölpinsel. Da habe ich halt immer wieder mich rangetastet, das Bild richtig zu malen. Ich glaube, ich habe das auch gestreamt gehabt, wie ich daran gearbeitet habe. Und vielleicht finde ich das noch. Vielleicht finde ich die Aufnahme davon ja noch. Wenn Twitch das nicht gelöscht hat, dann kann ich euch ja mal
ganz grob hier einfügen, wie ich das gemacht habe. Und das Ergebnis kam gut an, das wurde auch gedruckt, aber ich finde, es war so ein A4-Druck einfach. Ich finde diesen Druck leider gerade nicht mehr. Den habe ich irgendwo in meiner Chaosbude da rumliegen, weil wegen Zwischenprüfung habe ich kaum Ordnung hier gehalten. Wenn ich es finde, blende ich es ein, kein Problem. Und das hat Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und das hat mir auch so den Blickwinkel geöffnet für eine neue Art Kunst zu schaffen, und zwar digitale Malerei. Und ich habe jetzt öfters mal digital gemalt, zum Beispiel auch für die nächste Aufgabe in digitaler Malerei, was bis Ende Dezember ging, und zwar sollten wir eine Kinderbuchfigur entwerfen. Wir sollten eine Astronauten-Kinderbuchfigur entwerfen. Es ist jetzt egal, ob das ein Tier ist oder ein Mensch, das ist scheißegal. Ich habe mich für einen Pinguin entschieden und da stelle ich mal ganz kurz mein Glas ab und bücke mich mal ganz kurz. Ich gehe mal kurz auf Tauchstation. Und ich habe mich für einen Pinguin entschieden. Und zwar habe ich auf A3 gedruckt. Und zwar habe ich mich für einen Pinguin entschieden. Und dieser kleine, putzige Kerl heißt Penklin. Den Namen habe ich von jemandem vom Kleck-Server. Der hat mir den Namen da reingeschrieben. Ich dachte, perfekt, das passt. Ja, wir sollten am Ende eine Kinderbuchfigur entwerfen. Das ist der Penklin. Und wir sollten ein Character Sheet erstellen. Das ist sowas hier, dass ihr verschiedene Ansichten von einem Charakter habt oder wie der Charakter irgendwas macht. Also zum Beispiel hier eine Profilansicht vom Charakter, wie ihr das unten hier in der Ecke sehen könnt. Hier in der Mitte habe ich doch verschiedene rosa und rot Farbtöne verwendet für Penklin. Und der hier zum Beispiel ist digital gemalt. Das sollten wir auch noch machen. Hier oben sind noch ein paar Skizzen vom Penklin, wie er in der kleinen Pinguinrakete ist und auf dem Mond ist. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, ich lege den mal wieder kurz ab. Er ist mir sehr gut gelungen. Also ich hatte verschiedene Skizzen gemacht. Zum Beispiel wollte ich auch so einen Astronautenhai machen. Oder Ben hatte so einen Tintenfisch irgendwie vorgeschlagen, der verschiedene Sachen in der Hand hat. Und der Penklin, den habe ich skizziert. Der hatte noch so einen kleinen Schlauch da am Rucksack. Den habe ich weggelassen, weil das ist, glaube ich, zu viel für eine Figur, die sich explizit an kleine Kinder richten soll. Und Penklin wurde auch von der Dozentin mit anderen Zeichnungen zusammen so einer Gruppe von Kindergartenkindern vorgestellt oder so Krippenkinder. Und die fanden den alle ganz, ganz toll. Und das berührt mein Künstlerherz natürlich. Jemand aus meinem Bekanntenkreis war auch so begeistert von Penklin, dass der gerne eine Geschichte dazu schreiben würde. Ich will nicht sagen, wer. Ich will auch nicht sagen, ob sich das überhaupt irgendwie ergibt. Aber alleine, dass du eine Figur entwirfst und jemand ist von der Figur so begeistert, dass er oder sie eine Figur, also nicht eine Figur, sondern eine ganze Geschichte drumherum schreiben möchte. Das ist schon wirklich schön. Und irgendwann, wenn die Geschäfte mal wieder aufhaben und ich nicht jeden Scheiß, den ich gerade brauche, über Amazon bestellen muss, dann will ich mir auch mal einen schönen A3-Rahmen besorgen und Penklin hänge ich mir an die Wand. Vielleicht werde ich den Character Sheet auch noch ein bisschen bearbeiten, damit es ein bisschen hübscher ist, ein bisschen professioneller aussieht. Und dann kommt der an die Wand. Ich mag diesen kleinen Kerl wirklich sehr. Ich darf nicht dort herauf gucken. Und ich habe richtig Blut geleckt, mehr Character Sheets zu machen. Zum Beispiel gibt es so ein Magical Girl Franchise, das heißt Pretty Cure in Deutschland, heißt in Japan Precure. Und da gibt es auch von jedem Charakter ganz viele Character Sheets von vielen Perspektiven aus. In der Magical Girl Form, in der Zivilform, dann Schuluniform Form. Ich finde sowas richtig, richtig geil. Ich habe auch auch so ein Artbook von einer Staffel. Da gibt es auch ganz viele Ansichten und so. Ich finde das richtig geil. Und ich habe Bock auch von meinen eigenen Figuren sowas zu machen. Vielleicht auch von Lilly mal ein Character Sheet zu machen. Aber ich hatte halt keine Zeit dafür. Ja, so habe ich dann mehr digitales Malen geübt. Und ich mache gleich mal eine Überleitung zu einem Hörspiel, was ich gemacht habe.
Und zwar hatten wir einmal, um das kurz ein bisschen auszuholen, wir hatten ja kreatives Schreiben hatten wir mal als Fach gehabt. Das hatten wir irgendwie nur 2 Monate oder so. Und wir sollten da einmal einen Text schreiben, wo wir verschiedene stilistische Mittel irgendwie einsetzen sollten des Schreibens. Und die Geschichte sollte eine Lehre haben. Man sollte etwas draus lernen können, eine Lehre draus ziehen können. Und das war, glaube ich, das die erste oder zweite Aufgabe gewesen in kreativen Schreiben. Und ich habe da diese Geschichte geschrieben zu dem Charakter Alice. Und die Geschichte, ich glaube, das waren irgendwie ursprünglich 7 Seiten, die ich die Dozenten geschickt hatte, fand das alles ganz toll. Und ich dachte, oh, du hast ja seit einer Weile kein richtiges Video mehr hochgeladen oder gemacht, du machst einfach ein Hörspiel draus. Und ich habe das wirklich unterschätzt, wie lange so ein Hörspiel dauert. Also erstmal habe ich die Geschichte noch ausgeschrieben, also hier ein bisschen mehr ausgeschmückt, ein bisschen was hinzugefügt. Und dann dachte ich, du machst ein Hörspiel draus. Habe ein paar Leute gefragt, hier Tails, Grimmi, Trexi, wer war noch? Ich habe es mir aufgeschrieben. Tails, Splitty, Ben, Grimmi, Trexi und Scheuli habe ich gefragt. Die haben mitgemacht, erstmal Liebe, wartet mal, warte, hier, ganz, ganz viel Liebe, unendlich viel Liebe an euch. Tails hat eine Nebenfigur gesprochen, Splitty hat die Hauptfigur Alice gesprochen. Wunderbar, fantastisch, großartig. Also ich bin echt hin und weg gewesen, wie Splitty diese Figur gesprochen hat. Und Scheuli hat ein Monster gesprochen, Trexi hat eine Nebenfigur gesprochen, Grimmi. Und Ben hat auch eine Figur gesprochen und ein paar Monster-Sounds gemacht. Und ich habe unterschätzt, wie lange so ein Hörspiel dauert. Ich dachte so, ach komm, das kriegst du irgendwie in 2-3 Wochen hinein. Ich glaube, ich habe auch irgendwie 4-5 Wochen für das Hörspiel insgesamt gebraucht, weil ich zwischendurch nicht immer Zeit hatte, dann zu arbeiten wegen Arbeit und Uni, weil ich zwischendurch noch ein paar Sachen abgeben musste und mich immer wieder bei Dozenten melden musste wegen Konsultationen und so weiter. Und ich muss mal hier ganz, ganz viel Liebe an Tails ausrichten. Der hat mir nämlich sehr geholfen mit dem Hörspiel. Ich hatte zum Beispiel so die ersten paar Seiten eingesprochen, schon ein bisschen geschnitten, Musik unterlegt und der hat mir immer wieder Feedback gegeben, was ich verbessern kann, was ich ändern kann, was okay ist, was nicht so okay ist. Und wir hatten so an einem Abend, irgendwie, ich glaube 2 Stunden ging das ganze Hörspiel angehört. Das war irgendwie auch gut eine halbe Stunde. Also das ganze Hörspiel ging eine halbe Stunde. Und er hat mir immer wieder gesagt, das kannst du ändern, das solltest du ändern. Und er hat mir wahnsinnig geholfen, ganz viel Liebe an dich, mein lieber Tails. Ohne dich wäre dieses Hörspiel, und auch natürlich an alle anderen, die mitgemacht haben, ohne euch wäre dieses Hörspiel nicht so schön geworden. Und das mit dem Hörspiel, das war eine relativ spontane Idee, weil ich wollte letztes Jahr eigentlich mehr Statistenkram hochladen und ich glaube, ich habe gerade gespuckt. Ich wollte mehr Statistenkram hochladen, ich habe es halt nicht geschafft, ich habe es nicht hinbekommen. Und da dachte ich, zum Ende des Jahres, ich hatte ja 2019 Black Dahlia hochgeladen und ich wollte Ende 2020 wenigstens noch ein richtiges Video hochladen. Tails hat mich schon angemeckert, weil ich das Hörspiel erst kein richtiges Video genannt habe. Es ist doch ein richtiges Video, es tut mir voll sorry, ich hoffe, du hast mich doch lieb. Und ich wollte wenigstens noch was Richtiges hochladen und nicht nur Vlogs, weil, ja, Vlog, da stecke ich zwar auch Arbeit und Aufwand rein, aber es ist halt nicht so aufwendig wie ein richtiges Video, wie eine Animation oder wie ein Hörspiel. Und das wollte ich noch machen und es ist wirklich gelungen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch das ja nochmal anhören, weil es hat nicht so viel Feedback und Aufruhr bekommen, wie ich erwartet hatte, weil ich dachte, okay, ein Hörspiel geht eine halbe Stunde, hast du die nötigen Hashtags, das Ding hat nicht mehr irgendwie 150 Aufrufe. Aber dieser scheiß Oktober-Vlog, wo ich über Borkum rede, einfach mal über 350 Aufrufe. Weil ich mein verfettes Gesicht aufs Thumbnail klatsche oder wie. Ich verstehe es nicht, aber naja. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ach ja, genau. Genau, und da habe ich halt diesen Text geschrieben für die Uni, daraus habe ich das Hörspiel gemacht und ja, zum
November. Also mehr gab es an Aufgaben im November jetzt nicht. Ich habe auch nicht so viel zu zeigen, halt nur das bisschen, was ich euch da jetzt gezeigt habe. Weil sonst war halt nur Prüfung angesagt. Und zum November kann ich noch sagen, dass ich relativ oft gefehlt habe in der Uni. Also es war so, dass wir Corona-bedingt schon ein bisschen Homeoffice hatten. Das war so ein bisschen getrennt. Mal hatten wir mal 2 Stunden Unterricht und den restlichen Tag Homeoffice und dann musste ich halt arbeiten. Und irgendwann war es halt so, dass es von der Schulleitung hieß, ja, mach das mal so, dass die Schüler nicht wegen 2 Stunden kommen müssen. Also hatten wir mal 1-2 Tage lang Homeoffice, dann mussten wir halt den ganzen Tag zur Uni kommen und so hat sich das durchgezogen bis Ende Dezember, also bis kurz vor den Ferien, als dann halt der Lockdown ausgerufen wurde. Ich denke mal, das muss ich nicht erklären. Kurz vor den Ferien waren in vielen Bundesländern die Präsenzpflicht ausgesetzt, Schule zu, ihr dürft nicht mehr kommen. Bei uns war das auch so. Und ich hatte im November sehr, sehr schlimme depressive Anfälle. Ich habe sehr viel gesoffen, was ich nicht hätte tun sollen. Ich habe sehr beschissene, dumme Sprachnachrichten verschickt im besoffenen Zustand. Ich war ein bisschen sehr ehrlich mit meinen Gefühlen. Das war auch nicht so schön. Schickt keine betrunkenen Sprachnachrichten an irgendwelche Leute, die ihr nur aus dem Internet kennt, wenn ihr besoffen seid und depressiv seid. Schickt jetzt halt irgendwelche Leute, die ihr näher kennt, wo ihr wisst, okay, die kommen damit klar, aber nicht irgendwelchen anderen Leuten, das ist nicht cool, macht das nicht. Ja, mir ging es halt im November echt nicht gut und deswegen habe ich öfters gefehlt. Ich habe halt, ich war immer arbeiten, das war mir wichtig, so okay, arbeiten kannst du machen, weil wegen Corona willst du deinen Job nicht verlieren, weil mein Job ist mir auch wichtig, den habe ich auch länger als diese Ausbildung, Studium etc. Und ich habe halt öfters in der Uni gefehlt, das wird sich auch auf meinem Zeugnis für dieses Jahr bemerkbar machen, dass ich öfters gefehlt habe. Ich denke jetzt nicht, dass ich jetzt deswegen rausgeschmissen werde. Ist ja nicht, dass ich jetzt irgendwie 50-60% Fehlzeit oder so einen Scheiß habe. Wir hatten, im ersten Jahr habe ich mitbekommen, dass Leute irgendwie mehr als die Hälfte der Zeit gefehlt haben und sind trotzdem weitergekommen. Und deswegen hoffe ich mal, dass ich auch weiterkomme. Ich habe jetzt auch meine Prüfungssachen abgegeben. Darüber rede ich aber wieder später. Und im Dezember wurde der depressiven Anfall besser. Aber trotzdem hatte ich Stimmungsschwankungen. Trotzdem ging es immer so auf und ab und auf und ab und auf und ab. Und dann kommen wir auch schon zum Dezember. Also Pänkeln habe ich ja schon erzählt. Und ich schaue mal kurz auf mein... Ja. Ich sehe gerade auf meinen klugen Zettel. Also im Dezember ging es halt weiter mit den Prüfungssachen. Pänkeln hatte ich fertig und war sonst nur... Ja, und hab halt noch festgefehlt, ne? Und eine Aufgabe hatte ich im Dezember noch, das kann ich euch auch gleich mal zeigen. Ich gehe noch mal kurz auf Tauchstation. Und zwar, naja gut, scheißegal, mein Nachname ist eh schon belegt. Ich zeige es euch noch mal in die Kamera. Wir sollten Weihnachtskarten erstellen. Etwas humoristisch, auf etwas Lustiges, skurrile Art sollten wir Weihnachtskarten machen, weil wegen der ganzen Corona-Thematik sollten wir mal was Lustiges machen etc. bla bla Keks. Da konnte ich mir auch eine Kamera von der Schule ausleihen und weil ich einfach keinen Bock hatte rauszugehen, weil ich irgendwie auch nicht die Kraft und die Nerven hatte, jetzt abgesehen von Arbeit jetzt rauszugehen, habe ich beschlossen, ich nehme unseren geilen Plastik-Weihnachtsbaum, den wir haben, schmücke den ein bisschen mit Halloween-Scheiß. Und ja, die ganzen Bierflaschen habe ich getrunken. Nach kurzer Zeit. Innerhalb von ein paar Wochen. Naja. Und ich dachte einfach, ich fotografiere einfach hier ein bisschen rum. Die Farben sieht man nicht so gut, weil der Druck in der Uni nicht gerade die beste ist. Und ich habe da halt, also wir sollten halt auch Sprüche verwenden. Bei dem einen habe ich das nicht gemacht, weil ich fand das so lustig. Zum Beispiel vor Festtage Prost, oder? Der beste Satz hier, kann man das sehen? Bist du Weihnachten allein, kipp dir 1 oder 2 Bier rein. Den fand ich putzig, der hat mir gefallen. Oder auch Fuck 2020. Ich mag die. Ich habe keine Ahnung, wie die bewertet wurden. Da habe ich irgendwie nie eine Antwort bekommen.
Ich habe das nur rechtzeitig, ja, ich glaube irgendwie mit ein, zwei Tagen Verspätung habe ich das irgendwie abgeschickt, fertig. Naja, und Hauptsache fertig. Und dann kamen die Ferien, also war halt im Dezember nicht mehr viel los, weil wenn wir zur Uni kamen, war es halt nur wegen Zwischenprüfung, dass die Dozenten über unsere Arbeit geguckt haben, gesagt haben, ändern mal das und das und dies und jenes. Und dann haben wir gearbeitet. Und dann kam halt Corona, Lockdown und dann waren wir ein paar Tage zu Hause und wir waren dann auch den ganzen Januar über zu Hause. Und mehr unitechnisch gab es nicht. Zumindest nichts, was Unterricht betraf. Und ich soll wahrscheinlich nicht immer so viel über die Uni meckern. Ich meckere ja ganz gerne, gerade wenn man so viel Geld bezahlt und die Organisation nicht so stimmt. Und vielleicht werde ich mich doch in Zukunft ein bisschen zurückhalten, weil man weiß nie, wer zuguckt. Und ich glaube, dass ich bei der Schulleitung, gerade wegen meiner öffentlichen Kritik oder dem einen Instagram-Post, der dann gelöscht wurde etc., ich glaube, dass ich nicht gerade die beliebteste bei der Schulleitung bin. Zumindest habe ich das Gefühl, weil ich habe ja auch schon neben meinem Fachlehrer gesagt, dass die Organisation einfach nicht die beste ist und man zahlt einen Haufen Geld dafür. Wo auch mal kam, ja, gibt Corona die Schuld, dann beschwere ich bei Corona, aber man kann nicht jeden Scheiß mit Corona entschuldigen. Wir müssen auch irgendwie unseren Alltag bestreiten, wir müssen auch arbeiten gehen. Also ob ich wirklich systemrelevant bin, kann ich nicht erklären. Ich bin halt Putzfrau und in der Kita bin ich halt Putzfrau und dann muss ich halt da putzen gehen, klar. Ich kann auch nicht sagen, wegen Corona bleib ich jetzt zu Hause und wegen Corona geht das alles nicht. Ich muss trotzdem meinen Job machen, auch wenn wir Notfallbetreuung haben. Aber ich putze genauso viel wie sonst auch immer. Also ich merke persönlich keinen Unterschied. Ich merke keinen Unterschied. Ist für mich gut, ich verdiene Geld. Ich bekomme BAföG, also mir geht es finanziell gut. Aber das Ding ist halt, manchmal, also die Schulleitung kriegt ihre Organisation nicht so gut hin. Das kotzt mich an, weil man zahlt sehr viel Geld dafür. Viel zu viel, wie ich finde. Aber abbrechen kann ich auch nicht, weil ich will einen Berufsabschluss haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, da sitzen so ein, zwei Leute, die, ja, die verschicken gern irgendwelche zickigen Mails, wenn man Kritik äußert und hängen gerne mal zickige Nachrichten an Geschirrspüler, wenn irgendeine arme Sau die versehentlich benutzt. Wir hatten das, ich glaube Ende November, Anfang Dezember war das, jetzt reg ich mich doch wieder über die Uni auf, aber naja. Wir haben in der Cafeteria, wo wir jetzt auch so ein bisschen Aufenthaltsbeschränkungen haben wegen Corona, aber es ist halt relativ klein. Es dürfen halt nur noch eine gewisse Anzahl an Leuten in der Cafeteria hocken. Was machen alle, die sich hier Essen warm machen sollen? Die sitzen jetzt alle im Flur und warten, bis sie dran sind. Schön zusammengefärbt. Das bringt also eigentlich gar nichts, aber egal. Wir haben in der Cafeteria einen Geschirrspüler. Und irgendjemand, ich weiß nicht mehr, hatte wohl wegen 3 Tassen das Ding mal angeschmissen. Und da hing mal ein schöner Zettel dran, ey, geht's noch? Wegen 3 Tasten Geschirrspüler anmachen, was soll das? Ihr dürft den nicht mehr benutzen, und das darf nur noch jemand vom Personal machen. Ich habe irgendwo noch den Screenshot. Ich habe das fotografiert, weil dieses, ey, geht's noch? Dieses, oh, geht's noch? So war das formuliert, so richtig zickig, so richtig frech, als ob wir die letzten blöden Scheißgören wären. Es hat halt irgendeiner diesen verfickten Geschirrspüler angemacht. Ist doch scheißegal. Ist nicht okay, kann man das freundlich ausdrücken. Ich finde, sowas kann man ein bisschen freundlicher sagen, weil wir bezahlen die. Ich habe so das Gefühl, in der Schulleitung sitzt jemand, der denkt sich so, ach, ich bin immer mega freundlich und lieb, aber wenn jemand eine Sache macht, die mir nicht gefällt, blödel ich den an. Ich habe das Gefühl, so von der Schreibweise war das die Person, die mir auch die Mail damals geschrieben hat. Ich möchte keine Namen, ich nenne keine Namen, aber ich habe so das Gefühl. Und warum kann man das nicht freundlich ausdrücken? Warum kann man sowas nicht freundlich sagen? Ich meine, wir bezahlen die. Wir gehen arbeiten teilweise.
Es gibt Leute, die können sich gerade so ihre Miete leisten noch, weil die Schulkosten so hoch sind. Und da finde ich, kann man auch freundlich mit den Leuten reden. Ja, ich habe es mir nicht nehmen lassen, falls es irgendeiner von der Schule mitbekommt, das war ich, habe es mir nicht nehmen lassen, drunter zu schreiben, arrogant nennst du das. Das habe ich drunter geschrieben. Und wahrscheinlich kriege ich dafür richtig Anschiss, wenn das irgendeiner mitbekommt. Aber das hat mir in dem Moment so gereicht. Ich muss sagen, es gibt einiges, was an der Uni wirklich gut ist. Dass wir neueste Technik zum Arbeiten haben, auch wenn ich Apple kacke finde. Ich finde es alles übertrieben, überhyped, überteuert. Dass wir einige Leute haben, die kompetent sind. Andere finde ich ein bisschen weniger kompetent, das ist aber meine subjektive Meinung. Aber das so teilweise hat man echt das Gefühl, wenn irgendwas da nicht läuft oder wenn die Organisation kacke ist oder wenn irgendwas so ein bisschen aus dem Fugen gerät, die Schüler sind immer irgendwie die Idioten. Das kotzt mich halt alles an und ja, ich bin einfach froh, wenn ich in 1,5 Jahren meinen Abschluss habe. Dann zahle ich noch das bisschen Rest ab, was ich abzahlen muss, weil ich zahle momentan nur die Hälfte. Und dann bin ich froh, wenn ich von der Uni weg bin. Jetzt komme ich wieder so in diese Mecker und ich bin so enttäuscht Phase, bla bla bla. Ich bin halt enttäuscht. Aber ich habe einfach keinen Bock, dass man ständig wie ein Idiot behandelt wird, weil die ihre Organisation nicht richtig hinbekommen. Und weil, mir halte ich den Kopf, weil ich schwöre. Und weil irgendeiner angepisst ist, weil es nicht zu 100% läuft, wie man es gern hätte. Oder weil man eben nicht öffentlich alles schön redet, was da abläuft. Aber naja, ich finde es halt, positiv noch anmerken muss, dass unser Fachlehrer uns irgendwann auch die Möglichkeit gegeben hat, nachdem wir mit ihm gesprochen haben, dass sie mehr Homeoffice machen durften, halt natürlich mit Erlaubnis der Schulleitung. Auch wenn unsere Schulleitung wohl kein Fan von Homeoffice ist. Naja, wir haben halt ein paar Leute in der Klasse, die halt auch ein bisschen Risikopatienten sind. Ich jetzt nicht. Ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich an Corona sterbe, wenn ich es bekommen sollte. Aber natürlich will man es trotzdem nicht kriegen, weil ich habe eigentlich mehr Angst. Oh, das war laut. Ich habe eigentlich mehr Angst vor der kompletten Isolation und jetzt mache ich hier wieder fast auf. Ich habe halt eher Angst, dass ich dann irgendwie in Quarantäne dann lande für eine ganze Weile, ich nicht arbeiten gehen kann und im schlimmsten Falle meinen Job verliere, auch wenn ich meinen Arbeitgeber so nicht einschätze. Aber ich will es halt trotzdem nicht, ja? Und das finde ich gut von unserem Fachlehrer und dass auch die Schulleitung mit Zähneknirschen ja gesagt hat, macht mir Homeoffice, finde ich gut, finde ich toll, das sage ich ganz ehrlich. Falls ihr das gucken solltet, das meine ich wirklich so, das ist auch, das, ne, sage ich aus tiefstem Herzen. Aber, naja, um mal wieder auf den Dezember zu kommen, mehr war da auch nicht und dann haben wir halt nur noch ein bisschen Prüfungskram gemacht, dann kam ja auch hier der Lockdown. Wir durften aber mit Anmeldung durften wir die Räumlichkeiten nutzen, was ich auch noch gemacht habe, weil ich die entsprechenden Programme für Illustrator nicht hatte. Apropos, eine Sache will ich noch sagen, bevor ich das vergesse. Wenn ihr Adobe und Co. irgendwie benutzt, sagen wir, ihr macht auch ein Studium, wo ihr diese Programme braucht. Es gibt von Affinity sehr gute Alternativprogramme. Ich habe mir jetzt gerade im Januar, habe ich mir für die Hälfte des Geldes Affinity Designer gekauft. Das waren irgendwie 28 Euro und da hatte ich eine lebenslange Lizenz. Und das ist eigentlich derselbe Scheiß wie Adobe Illustrator. Bisschen anders, man muss sich einfuchsen. Aber wenn man mit Illustrator Erfahrung hat, wo man diese Vektorgrafiken macht, dann holt euch Affinity Designer. Ihr habt diesen scheiß Abo-Zwang nicht, das finde ich bei Adobe zum Kotz, diesen Abo-Zwang. Ihr habt halt eine lebenslange Lizenz, es kostet nicht die Welt, selbst für 50 oder 55 Euro ist es völlig in Ordnung. Ich habe jetzt halt die Hälfte gekauft, weil es im Angebot war. Und ihr könnt damit auch tolle Vektorgrafiken machen, was ich halt für die Zwischenprüfung machen musste. Aber das erzähle ich euch nochmal im Januar, zeige ich euch nochmal was. Und das war es eigentlich unitechnisch. Und jetzt kommen wir mal zu Weihnachten. Ich gönne mir noch mal ein Schlückchen.
aus der schönen Snoopy-Taste, was ich die ganze Zeit gar nicht gesehen habe. Eine wunderschöne Snoopy-Taste, die habe ich, glaube ich, Ben mal geschenkt. Weihnachten, Silvester haben Ben und ich alleine verbracht, weil, es gab halt neue Kontaktbeschränkungen, dass ich glaube irgendwie nur Familien durften sich treffen oder maximal zwei Parteien aus zwei Haushalten durften oder zwei Haushalte durften sich treffen. Ich habe die Regeln nicht ganz mal im Kopf. Ben und ich haben Weihnachten alleine verbracht, zu zweit. Haben halt vor Weihnachten alles Nötige eingekauft. Ich wollte dieses Jahr, oder zu Weihnachten wollte ich wieder Ente zubereiten, oder so irgendein Vogel. Wir haben keinen ganzen Vogel mehr bekommen. Die waren alle weg. Und Ben hatte zur Sicherheit vorher noch so tiefgefrorene halbe Enten gekauft. So zwei Packungen aus dem Lidl oder Aldi waren das. Die sind überraschend geschrumpft beim Zubereiten, beim Backen. Das war, hat super geschmeckt, aber leider sind die ganz schön geschrumpft, weil da war halt wohl viel Wasser drin. Und ich habe Kartoffelknödel selbst gemacht. Die waren richtig, die haben super geschmeckt. Also das hat sich gelohnt. Also wenn ihr mal Zeit habt und Lust habt, macht Kartoffelknödel selbst. Es lohnt sich, das schmeckt so viel besser als diese kleinen roten Säckchen aus der Tüte da. Und die haben echt super geschmeckt. Dann gab es ein bisschen, ich glaube für Ben gab es Rotkohl, für mich irgendwie Möhren, weil ich keinen Rotkohl esse. Und dann hatten wir abends Bescherung und haben Filme geguckt. Und ich wollte euch jetzt mal, tolle Überleitung. Ich wollte euch mal zeigen, was ich mir zu Weihnachten, ich habe mich auch selbst ein bisschen beschenkt. Und zwar einmal habe ich mir selber gekauft, geschenkt. Ist das die richtige Seite? Ja. Es gibt von Rammstein. Rammstein ist nicht mein Lieblingsband, aber ich höre sie auch ganz gerne. Es gibt Parfums von Rammstein. Ich habe mir Rosenrot gekauft. Das habe ich, glaube ich, schon im November oder Anfang Dezember gekauft. Die habe ich irgendwie, als wir mit Kadel in der Stadt unterwegs waren, habe ich gesehen bei Rossmann, es gibt Rammstein-Parfums. Die Kokain-Düfte duften am besten. Ich habe den Rosenrot-Duft gekauft und hier, warte mal, ich zeige euch das mal. Oh, es sieht so hübsch aus. Oh, es sieht so toll aus. Hier ist so das schöne Fläschchen hier einmal. Falls man das sieht, ein Rosenmotiv, wunderschön, schön rot, schön, sieht schön dominant aus, so die Stacheln hier, ich mag das. Und hier einmal das Rammstein-Logo mit dem Namen. Ich habe auch explizit diesen Duft genommen, weil der war bei Rossmann im Angebot. Ich glaube, das habe ich gezahlt. Statt 40 Euro habe ich 30 gezahlt. Aber ich muss sagen, die Kokain-Düfte sind besser, aber ich war halt so geizig, 40 Euro zu zahlen, also habe ich 30 für den gezahlt. Das ist halt der Rosenrot-Duft. Ja, ich mache das wahrscheinlich komplett falsch, aber es ist halt so ein leicht süßlicher Duft. Also ich bin kein Parfum-Experte, ich kann nur beschreiben, wie es für mich riecht. Es ist ein leicht süßlicher Duft, so ein bisschen blumig, aber hat trotzdem irgendwas, es hat was Dominantes irgendwie, passt ja auch zu Rammstein. Ich würde euch empfehlen, falls ihr euch das kauft, ich kriege kein Geld, von niemandem kriege ich Geld oder so, aber falls ihr euch diesen Duft mal holen solltet, tragt nicht zu viel auf. Ben hat mir schon gesagt, oh, der riecht gut, aber nimm bloß nicht zu viel, weil er nicht zu streng, dann wird es wirklich streng. Also ein bisschen blumig, das passt, ich mag den, ich finde auch die Flasche voll schön, was sind das jetzt, das sind 100 Milliliter, 30 Euro und ich trage den auch nicht jeden Tag auf, also wird er reichen. Aber irgendwann hole ich mir nochmal die Kokain-Düfte, die sind super. Ich glaube gerade, es gibt verschiedene Kokain-Düfte. Ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber es gibt so eine, also die sehen halt auch, das sind auch in so einer Box verpackt. Und bei dem einen steht halt Kokain drauf und ich habe es falsch rum, ne? Ach, scheißegal. Und ich glaube, die weiße fand ich irgendwie am besten. Ich weiß nicht mehr. Aber irgendeines hat richtig geil gerochen. Das ist so, oh, geil. Das habe ich mir selbst geschenkt. Dann habe ich mir noch eine Sache selbst geholt, selbst beschenkt. Und zwar, ich stehe ja auf Horror. Ich habe aber nie ein Werk von H.P. Lovecraft gelesen. Was eigentlich schlecht ist, weil wenn man sich mit Horror beschäftigt, sollte man zumindest ein paar Werke von den größten Horrorautoren kennen.
Und ich habe gesehen, es gibt von Lovecraft bzw. von seinen Geschichten, es gibt Manga-Adoptionen. Das ist das hier zum Beispiel, die Farbe aus dem All, gezeichnet von Go Tanabe oder Go Tanabe. Ich kannte das nicht. Das habe ich durch Google-Recherche, habe ich das zufällig mal gesehen, dass es Manga-Adoptionen von Lovecraft gibt. Es gibt auch andere Werke, die mir gerade nicht einfallen. Und ich kenne die Farbe aus dem All vom Namen her. Ich weiß auch, worum es geht ungefähr. Aber ich habe es nie selbst gelesen. Und ich dachte, warum nicht eine Manga-Adoption lesen? Die Zeichnungen sind sehr realistisch, sehr erwachsen, detailreich. Unfassbar schön. Ich suche gerade mal ein Bild raus, dass ich euch das mal zeigen kann. Hier ist zum Beispiel, ja nicht die Doppelseite, aber hier zum Beispiel, ich hoffe, das sieht man jetzt gut. Das ist zum Beispiel ungefähr, wie das aussieht. Sehr, sehr detailreich, sehr schön. Ist auch, ja, schönes Übungsmaterial, schön zum Studieren. Ich suche mal noch eine Seite. Ich suche. Ja, das Buch hat jetzt irgendwie 12 Euro bei Thalia gekostet, habe ich da irgendwie gefunden. Es gibt halt noch mehr Werke, ich weiß gerade nicht welche. Ich glaube, da gab es eine Geschichte mit irgendeinem Dude, der auf irgendeinem Eisberg ist oder so. Vielleicht verwechsel ich das gerade. Ich weiß gerade nicht welches, aber ich suche gerade noch. Wartet mal. Na komm. Irgendeine schöne. Ah, hier ist Oliver. Das gefällt mir doch. Hier. Tote, mutierte Menschen. Da schlägt das Maria-Herz höher. Das ist, ich finde das total geil gezeichnet. Und das werde ich demnächst auch mal in aller Seelenruhe mal lesen. Hab ja jetzt Ferien. Gut, arbeiten muss ich trotzdem, aber ich werde jetzt trotzdem auch Ferien arbeiten, ne? Und das werde ich mir dann schön zu Gemüte führen. Und von Ben habe ich ein paar Spiele geschenkt bekommen. Einmal etwas unspektakuläres. 50 Worldwide Games. Das sind so für die Switch, das sind einfach irgendwelche Brettspiele zusammengefasst. Ich habe es bisher auch noch nicht mal ausgepackt, weil, ja, kann man zwischendurch mal machen, mal spielen. Ich habe es mir bisher halt noch nicht reingezogen. Man kann es bestimmt noch unterwegs mal gut daddeln. Ja, ich bin jetzt nicht der Riesenfan von Brettspielen, gebe ich ehrlich zu. Aber es werde ich mir mal zu Gemüte führen, vielleicht auch mal im Stream. Und, obwohl bei einer Sache habe ich mich noch selbst beschenkt. Genau, dieses Jahr haben wir uns gar nicht so viel zu Weihnachten geschenkt, weil wir haben lieber ein bisschen Geld gespart. Weihnachtsmarkt fiel aus. Ist vielleicht auch gut, weil dann habe ich nicht so viel gefressen das Jahr davor. Ich bin trotzdem fett geworden wegen der ganzen Corona zu Hause sitzen. Na gut, ist ja meine eigene Schuld, wenn ich viel fresse, wenn ich zu Hause sitze. Naja, dazu komme ich gleich. Ich habe mir Pokémon Let's Go Evoli gekauft. Ich habe es mir auf eBay ersteigert. Es hat halt das Pokémon Go Prinzip, halt mit der ersten Generation, mit der Handlung der ersten Generation verknüpft. Es macht Spaß. Ich persönlich fange nicht jedes Pokémon, das mir jetzt vor die Flinte rennt. Die Grafik ist... Es ist nett gemacht, dass du mit Evoli spielen kannst, ist wirklich süß. Die Grafik ist putzig, das Soundtrack ist halt die erste Generation nur aufgeputscht, aufgehübscht mit dem Pokémon Go Prinzip. Und ja, nett, also ich glaube, du kannst ja noch ein paar andere Pokémon fangen. Ich hätte einmal fast Let's Go Evoli mit diesem Pokéball-Controller ersteigert. Das wäre irgendwie 40 Euro gewesen und im letzten Moment wurde ich überboten. Ich könnte mir den Arsch beißen, weil das Spiel neu kostet 50 Euro. Ich habe es mir für 25, 30 gekauft. Und dieser scheiß Pokéball-Controller kostet irgendwie 60, 70, das gebe ich nicht aus. Einfach nur damit du Mew am Ende fangen kannst. Also das macht bestimmt Spaß, diesen Pokéball da zu spielen. Hast du mehr Pokémon-Feeling, aber so viel kann ich auch nicht. Also das sagt wohl. Es ist nett. Ich habe es jetzt auch noch nicht wirklich sehr weit gespielt, weil keine Zeit. Aber das werde ich auch mal weitermachen. Und es ist wirklich nett. Es macht wirklich Spaß.
So. Und Ben hat mir ein Spiel geschenkt und noch Süßkram. Bisschen Süßkram habe ich auch bekommen. Und von meiner Arbeit habe ich zwei Fruchtgelees geschenkt bekommen. Einmal Quittengelee und Johannisbeergelee. Der ist aber schon weg. Der schmeckt so geil. Der ist so geil. So ein kleines Gläschen. Gott, der schmeckt so geil. Ein Spiel, worauf ich mich sehr gefreut habe, weil ich das als Kind sehr geliebt habe, war Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Das ist ein Remake vom ersten Pokémon Mystery Dungeon, Team Rot und Team Blau. Das habe ich 2007 als Kind geschenkt bekommen, oder als Teenie besser gesagt. Mit einem Scooter-Album zusammen damals, das weiß ich noch. Und ich habe dieses Spiel, also das Original Mystery Dungeon, ich habe es exzessiv gezockt. Ich habe es Stunden über Stunden gezockt. Ich weiß noch, dass ich es auf dem GBA damals gespielt. Den GBA habe ich noch, das Spiel habe ich leider nicht mehr, glaube ich. Ich finde es zumindest nicht mehr. Ich habe leider einige alte Pokémon-Spiele verloren. Und ich habe es exzessiv gezockt. Ich weiß noch, dass ich... Ich hatte das... Muss ich überlegen. Ich glaube, da waren wir bei meiner Mutter, bei meinem Stiefvater, meine Oma war da. Ich habe halt das Spiel geschenkt bekommen. Ich wusste halt, weil ich war 2 Wochen voll mit meiner Mutter in Toys R Us. Das gab es noch bei uns. Da habe ich das gesagt, so das will ich haben. Und du weißt, das Spiel ist bei dir zu Hause. Du musst noch 2 Wochen warten, bis du es zu Weihnachten bekommst. Und oh Gott, war das furchtbar, diese Warterei. Furchtbar. Und ich wusste auch die ganze Zeit, weil ich wusste, dass Ben das gekauft hat. Und ich musste auch ewig warten. Und dann habe ich das auch irgendwie innerhalb von ein paar Tagen so 14, 15 Stunden gezockt. Es macht Spaß. Es hat so ein bisschen, also es hat eine sehr süße, knuddelige Grafik, alles ist detailreicher. Es hat so ein bisschen so eine, ja, so ein bisschen Aquarell-Grafik. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So ein bisschen Aquarell-Grafik hat das. Also ich habe Kritiken gelesen, die sagen, das Spiel ist relativ einfach. Es ist ein bisschen einfacher als das Original. Das Original habe ich schwerer in Erinnerung. Es war auch ein bisschen schwerer. Aber trotzdem ist das Remake fordernd. Es ist trotzdem fordernd, wenn du jetzt nicht x tausende Missionen machst, um dich irgendwie aufzuleveln, dann, ja, mein Gott, es ist schon fordernd. Es ist schon wirklich fordernd. Die Grafik, also nicht die Grafik, die Steuerung am Anfang fand ich ein bisschen fricklich, weil war halt ungewohnt mit der Switch das zu spielen, weil ich bin es halt nur mit dem GBA gewohnt gewesen, wo halt alle Knöpfe ganz dicht nebeneinander waren und jetzt bei der Switch alles sehr breit ist, weil sehr breit auseinander. Das war ein bisschen ungewohnt, aber es macht wirklich Spaß. Also ich bin aktuell an dem Zeitpunkt, wo ich und mein Partner fliehen müssen, weil angeblich sind wir das böse Pokémon, was für alle Schlechte verantwortlich ist. Falls ihr jetzt wisst, was ich meine. Also Hauptstory habe ich noch lange nicht durch. Das dauert noch. Und soweit ich mich erinnere, nach der Hauptstory gibt es halt noch mehr Story. Also man hat schon viel zu tun. Man hat schon viel zu zocken. Und ich weiß nicht, was das Spiel kostet. 50, 60 Euro. Also ja, wer das Original kennt, dem würde ich es halt empfehlen. Weil es ist halt wirklich echt ein nettes Remake. Einige finden es nicht so geil. Ich finde es wirklich putzig. Eine Sache fällt mir noch ein. Das muss ich euch zeigen. Hier sind die ganzen, oder ganz viele verschiedene Emotionen von den Pokémon drin, die du halt am Anfang spielend aussuchen kannst. Ist das nicht niedlich gemacht? Ich finde das niedlich. Also da finde ich, da muss ich sagen, da lohnen sich die 50, 60 Euro für Mystery Dungeon Retter Team DX mehr als jetzt Pokémon Let's Go Evoli. Weil für Let's Go Evoli hätte ich jetzt keine 50, 60 Euro ausgegeben, muss ich sagen. Und ich wollte gerade noch was sagen. Jetzt habe ich doch tatsächlich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Das ist ja ärgerlich. Es ist ein nettes Remake. Kann man spielen. Lohnt sich auch. Und dann... Ja, ich weiß doch, was ich sagen wollte. Ben hatte ich eine Gürtel geschenkt, weil er brauchte neue Gürtel, neue Jeans brauchte er. Und ich habe ihm diesen Switch-Controller geschenkt. Irgendwie auch so 50 Euro oder so kostet das Ding. Er wollte das haben. Ich so, okay, dann bekommst du das. Und damit kann man wohl auch ein bisschen besser Switch spielen, wenn es um bestimmte Spiele geht. Aber naja, wir haben das Ding jetzt. Können wir auch mal ausprobieren. Vielleicht auch im Stream. Mal gucken, vielleicht zocke ich auch mal wieder Pokémon im Stream. Und
Dann war halt noch Silvester. Man durfte ja nicht böllern. Wir hatten auch Wunderkerzen, durfte man ja wohl noch benutzen. Aber es gab nicht mal mehr Tischfeuerwerk zu kaufen. Es wurde ja alles verboten. Bei Raketen und so, okay, man wollte die Krankenhäuser wegen Corona so ein bisschen entlasten. Aber dass selbst Tischfeuerwerke verboten wurden, fand ich ein bisschen übertrieben. Also das hätte ich mir dieses Jahr, oder letztes Silvester gewünscht, dass wir mal ein Tischfeuerwerk haben. Gab's halt nicht, fand ich schade. Ja, und weil wir auch irgendwie niemanden empfangen durften wegen Corona, haben Ben und ich Silvester damit verbracht, dass wir, ich glaube, ab 22 Uhr mit Pix, Tix, Doinis und ein paar anderen Leuten im Discord rumhingen und gequatscht haben. Pix und Tix haben gestreamt. Ich habe Minecraft gespielt. Ich habe viel zu viel Minecraft gespielt im November. Deswegen hatte ich nicht so viel Zeit auch noch für andere Sachen, das gebe ich zu. Wenn ich mal Zeit hätte, habe ich irgendwie 3, 4, 5 Stunden Minecraft gespielt. Das war vielleicht ein bisschen sehr viel. Und wir hingen dann im Discord, haben gequatscht, haben irgendwie uns unterhalten, Spaß gehabt. Und irgendwie 5 vor 12 sind wir auf den Balkon gegangen. Ja, wir verabschieden uns mal kurz, wir gehen auf den Balkon. Ich hatte mein Handy noch mit, habe über Discord mit denen über Handy da noch gesprochen. Haben uns alles Gute zum neuen Jahr gewünscht und ich habe noch nie so ein ruhiges Silvester erlebt. Natürlich, Leute haben sich trotzdem irgendwie Böller besorgt oder hatten vom letzten Jahr noch was gehabt. Es hat schon geknallt. Aber ich habe noch nie so ein ruhiges Silvester erlebt. Und viele argumentieren, also meine gerade ja auch bestimmte andere Parteien möchten ja seit Jahren Verbot haben für Feuerwerk wegen Umwelt und so. Und ja, stimme ich irgendwo zu. Aber ich finde, lasst die Leute, wenn sie verantwortungsbewusst damit umgehen, tun leider auch nicht viele Leute. Gerade in meiner Nachbarschaft gehen viele nicht verantwortungsbewusst mit Böllern um, Böllern auch gerne mal besoffen. Aber irgendwie diese ganze Ruhe, die an Silvester war, das war irgendwie traurig. Also irgendwie, es war mal schön, dass wir nicht fast eine Rakete in den scheiß Balkon geschossen bekommen. Danke, ihr Arschlöcher, die ihre Raketen hier nicht abschießen können. Aber es wirkte so traurig. Nicht nur, weil man nicht wirklich Feuerwerk anzünden durfte oder nicht ballern durfte wirklich, sondern dass man auch sehr getrennt voneinander war. Gerade Leute im Altersheim, die durften ja ihre Verwandten gar nicht mehr physisch sehen, noch über das Internet oder über Discord oder Telefon. Traurig war das. Es war sehr, sehr traurig dieses Jahr. Und da finde ich die, ja, über Feuerwerk lässt sich streiten. Okay, man kann das mal ein Jahr ausfallen lassen, aber dass sich so viele Menschen einfach nicht mehr physisch begegnen dürfen. Gerade zu Weihnachten, zu Silvester, gerade die Feste, die ja sehr emotional sind, weil es ja eigentlich heißt, dass da viele mehr zusammen sind, das fand ich traurig. Das fand ich wirklich, wirklich sehr traurig und wie oft soll ich das noch sagen? Und naja, man hat das Beste draus gemacht. Es war trotzdem schön mit Pix und Tix da zusammen zu sein. Man hat gegenseitig, wir haben uns auch in der Gruppe mit Tails, Morty und Co. Sprachnachrichten geschickt. Das war ganz schön. Und das war 2020 dann. Und dann war das ja auch dann zu Ende, dieses scheiß Fick-Drecks-Fotzen-Jahr war dann zu Ende. Bis auf ein paar Highlights, die das Jahr hatte. Hier Borkum, Leipzig, das war schön. Und ja, wir saßen noch bis 4 Uhr morgens im Discord, haben da rumgegammelt und ich kann mich an den Tag danach nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch schon gut getankt. Und ich glaube, den 1. Januar haben wir nur rumgegammelt und dann. Ja, und dann kam halt der Lockdown. Ja, und das war eigentlich fast so weit und ich, ach du Scheiße, 51 Minuten, feg dich doch. Ja, und vielleicht noch Vorsätze. Ich wollte noch ganz, ganz kurz über Vorsätze sprechen. Und zwar, man sieht mir, denke ich mal, an, gerade auch hier, wunderschön, hier das schöne Fett. Ich habe zugenommen, zu viel, also seit Studienbeginn, was Sommer, September 2019 war, also in den letzten 1,5 Jahren habe ich bestimmt über 10 Kilo zugenommen. Ist meine eigene Schuld. Ich habe zwar
Wenn es möglich war, bin ich Fahrrad gefahren zur Arbeit und zur Uni. Aber ich habe halt viel, viel weniger Sport gemacht als in der Zeit vor dem Studium. Und weniger Sport, mehr Fressen gleich Übergewicht. Also mein Vorsatz für 2021, ich möchte 10 Kilo erstmal wieder abnehmen. Ich habe ein Wunschgewicht, wo ich irgendwann runter möchte, aber erstmal will ich so Zwischenetappen in Angriff nehmen. Und ich möchte erstmal für dieses Jahr erstmal wieder 10 Kilo abnehmen. Momentan bin ich auf etwas über 80. Ich möchte nicht genau sagen, wie viel über 80, weil mir das ja unangenehm ist. Und ich deswegen auch dann wieder aufgezogen werde, wenn das irgendeiner erfährt. Aber erstmal wieder möchte ich 10 Kilo abnehmen. Ich möchte auch produktiver sein. Vielleicht nicht unbedingt immer Sachen ankündigen, sondern einfach machen, hochladen. Ankündigungs-Maria ist doof. Ankündigungs-Lord ist schon doof. Aber Ankündigungs-Maria ist auch nicht cool. Und ich würde gern wieder verreisen. Ich wurde von einem Freund, wurde ich zu ihm nach Hause eingeladen. Ich möchte jetzt auch erstmal nicht sagen, wer, weil ich immer nicht weiß, ob die Leute das wollen, wenn ich das so sage, ohne dass ich frage. Ich würde gerne mehr verreisen, klar. Wenn es möglich wäre, würde ich gerne mal auf eine Convention fahren, falls überhaupt irgendwas stattfindet. Ich würde gerne mal auf irgendein Konzert wieder gehen oder einfach in irgendeinen Club. Ich will einfach mal wieder ein bisschen raus. Aber ich befürchte, oder ich glaube, uns ist allen klar, das wird dieses Jahr nichts. Ich glaube, dieses Jahr Buchmesse wird auch wieder ausfallen. Wir wollten ja letztes Jahr eigentlich alle zur Buchmesse. Fiel ja aus und haben uns so in Leipzig getroffen. Solange man das auch durfte. Und ich denke, es wird alles verlängert werden. Ich sag auch, der Lockdown, das wird auch locker bis Mitte April, also nach den Osterferien, verlängert werden. Und ich wollte eigentlich im April wegfahren, weil ich auf 2 Wochen Ferien hätte, mir ein paar Tage freigenommen. Einfach mal auch ein bisschen rauskommen. Das wäre schön, das wäre toll. Aber sonst möchte ich die Zeit, die ich dann wahrscheinlich zu Hause verbringen werde, will ich für die Uni nutzen. Meine Noten auch ein bisschen verbessern. Eine bessere Künstlerin werden. Kreativen Stuff machen. Und abnehmen. Ich bin schon jetzt auch dabei, wieder Sport zu machen. Ich habe mir wieder diese scheiß Kalorienzähl-App installiert, dieses, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Ich kann jetzt nicht gucken, weil das Handy nimmt auf. Aber es ist schon mal eine Kontrolle, was ich so zu mir nehme, wie viel ich mich bewege. Und das ist ein Anfang. Und ich hoffe, dass ich die 10 Kilo wieder runterkriege erstmal. Und dann will ich mit kleinen Schritten runter auf mein Wunschgewicht. Ja, das war's eigentlich. Mehr Vorsätze habe ich gar nicht, weil ich lasse jetzt alles so auf mich dann zukommen, weil wer weiß, wie es mit Corona und der Regierung und allem weitergeht. Ich will einfach nur mein Studium weiter durchziehen, mein Kram machen, mein Zeug machen und dünner werden. Und ich hoffe, dass dieses Jahr besser wird als das letzte Jahr. Und nochmal, ich brauche mein Glas, das schöne Snoopy-Gläschen. Tässchen. Und nochmal ein paar Worte an meine Zuschauer, an euch. Ich wünsche euch allen trotz der ganzen Corona-Sache ein schönes, erfolgreiches Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid trotz der ganzen Scheiße gut ins neue Jahr reingekommen. Wart nicht zu einsam. Ich hoffe, ihr habt die Zeit irgendwie gut rumbekommen. Und ich hoffe, dass auch euer Jahr ein bisschen besser wird als das Jahr davor und dass ihr auch eure Vorsätze euch erfüllen könnt und Wünsche und whatever. Und, oh Gott, ich bin gleich fertig mit Reden. Und danke an alle die mich unterstützen, die mir Commissions geben, die mir auf Instagram folgen, die mir Kommentare geben. Ihr seid großartig. Liebe! Warte mal, nee, Moment. Liebe an euch. Ganz viel Liebe. Hoffen wir mal, dass dieses Jahr besser wird und ich werde jetzt mich gleich ransetzen, alles schneiden, Arbeit muss ich heute noch und ich denke mal, wenn es kommt, kommt es und dann kommt noch der Januar-Vlog. Also,
Mehr will ich nicht sagen. Ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Wir sehen uns zum nächsten Vlog, zum nächsten Video. Ich bin Maria Rumi Rose und tschüss. Bis dann. Liebe.